Ja, halli, hallo, hallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Rust. So, es geht weiter mit unserer Hütte. Da müssen wir noch so ein paar Sachen reinbauen. Ist ja noch lange nicht fertig. Wobei, es heißt lange noch nicht. Es ist nicht mehr ganz so viel, was wir denn jetzt machen müssen. Zumindest so, dass sie erstmal safe ist. So, aber wobei ich glaube, bei der Dimension hier wird die wahrscheinlich schnell gelootet werden. Und das ist natürlich schade, immer dann, wenn es passiert. Also zumindest, wenn es mir passiert. Nein, es ist natürlich immer schade, weil es... Man hat da halt viel Zeit dann investiert vielleicht und... Hä? Habe ich jetzt schon? Das heißt, erstmal kontrollieren hier im Dunkeln. Okay. Scheint, dass ich einmal rumgegangen bin. Und wir haben noch zwei weitere über. Und mir ist auch was eingefallen, was man vielleicht an der... an der verfuschten Seite noch machen kann. Dabei einfach so eine Treppe runter. Mit noch einer Doorway und keine Ahnung was. Und macht da nochmal so einen Raum rein. Ist halt ein bisschen merkwürdig gebaut dann. Aber das soll es ja auch. Es soll ja verwirrend werden. Und schwierig werden, hier so überhaupt überall reinzukommen und durchzukommen. Boah, ich bin eigentlich schon, muss ich sagen, recht zufrieden damit. Natürlich ist es jetzt noch nicht alles. Wir brauchen noch mehr Holz. Das ist ganz klar. Also, das wird nicht reichen, was wir haben. Ich glaube, wir haben auch jetzt echt gar nichts mehr. Da ist noch was. Da hinten sehe ich doch, oder? Ich habe gerade einen Klumpen gesehen. Es könnte aber auch getäuscht haben. Täuschende Holzblöcke. Okay. Meine Augen funktionieren doch noch etwas. Ich hab's entdeckt. Ja, sieht doch schon ganz ordentlich aus. Wobei ich nicht wissen will, wie lange das dauert, bis es wieder geradet wird. Jetzt müssen wir uns mal überlegen. Ich habe die Wunschel jetzt gerade aus. Ihr werdet wahrscheinlich nichts sehen, aber ich sehe hier was. Und schaue, wo ich denn jetzt am besten hinrenne, um mir Holz zu holen. Ich nehme mal sagen, ich nehme das da hinten. Aber wir müssen sparsam mit den Kugeln sein, denn wenn wirklich mal ein Ernstfall kommt und wir müssen uns gegen jemand anderes verteidigen, reicht die Munition nicht mehr aus, wenn wir jetzt noch ganz halt auf Wölfe und Bären schießen. Da wäre ich dann wohl doch mir Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen habe ich eigentlich schon, also ein paar Pferde mehr bauen und ja, die halt damit erlegen. Ist nicht so einfach wie mit der Knarre, aber es ist halt ressourcensparender. Weil Holz findet man hier ohne Ende und man kann mit einem so einem Ding hier zum Haufen schon ordentlich was anfangen. Ich möchte in dieser Folge jetzt aber auch nicht ganz so viel bauen, machen, sondern einfach nur das untere Stockwerk fertig kriegen. So ein bisschen, also noch ein paar Doorways reinmachen. Ein paar Holztüren noch reinmachen, dass ich das so in Quadranten unterteilen kann. Und ja. Ist natürlich doof, die Leute, die zugucken, die können natürlich auch sehen, welche Kisten ich was reingesteckt habe und können dann demnach im Sparen auch planen, was, wo sie mich denn attackieren. Böse, böse, böse. Naja, ich werde das Risiko einfach mal eingehen. Ach, da hinten ist ja dieser Fundamenten,
der Fundamentenhaufen. Ja, da habe ich die böse Tat begangen. Es wird mich auf ewig verfolgen. Was haben wir denn? Ich überlege, wie viel wir denn brauchen jetzt. Doorway 4 Stück. 5, okay. Und das... Wenn wir sagen 4 Wände, das sind 16. Ja, 16, 16, 16 und 21. 21. Dann brauchen wir 201. Hätten wir genug? Schon mal. Und könnten noch ein paar Holztüren bauen. Vielleicht. Wo sind sie? Wundendor. Ja, ein paar ist gut. Nicht so viele, aber wir können ja noch mal ein, zwei Teile abbauen. Das Holz mitnehmen. Muss auch mal gucken, wie am besten ich das aufteile oder baue oder wie auch immer. Ich würde sagen, das nehmen wir noch mit und dann noch was uns weit auf dem Weg entgegenkommt. Und dann reicht das auch erstmal. Bauen wir erstmal weiter, damit wir auch mal hier vorankommen. So, aber es scheint diesmal kriegen wir nichts auf dem Weg, oder? Da hinten? Es liegt ja auf dem Weg. So ungefähr. Das nehmen wir noch mit. Meine Güte. Erstaunlich, was man so schaffen kann. Ich hoffe, dass das dann auch so bleibt und ja, dass uns das ein bisschen erhalten bleibt. Ein bisschen länger mal. Weil bis jetzt haben meine Hütten nie wirklich viele Videos ausgehalten oder überlebt. Das ist dann schon echt ärgerlich. So. Ach genau. Ich war gerade überlegen, was ich jetzt machen wollte. 46. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Nein, das dauert nicht lange. Das ist schon mal wunderbar. Wir haben Holz. Brauchen wir jetzt noch eine Eisentür? Da, ja. Ich glaube, wir brauchen noch eine. Die können wir auch mal herstellen. War das jetzt 200 oder 100 Eisen? Okay, es waren 200. Um die Frage zu beantworten, meine eigene. Vielleicht haben wir hier noch was drin. Ja, okay. Wir haben was drin, es reicht nur nicht. Da, zwei Holz rein. So. Oder haben wir hier noch Holz? Nee, ich glaube, ich habe alles mitgenommen. Wir haben Holz. Doch nicht. Wir haben noch Holz. Das ist ja mal... Wo hat sich das denn versteckt? Das ist ja wohl unglaublich hier. So. Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept. Wir brauchen die Treppen. Treppen und Wände noch. Doorways. 3, 4 Stück. Jetzt ist mir natürlich gerade aufgefallen, ich wollte doch noch Holz übrig lassen. Um die Dings zu bauen. Dann machen wir mal zwei mehr. Holztüren. Doofe Sache. Das können wir gleich noch nachholen. Das Video ist ja noch nicht ganz so lang. Da darf man sich das ruhig mal erlauben. So, dann bauen wir hier eine Doorway hin. Hier. Hier.
okay, übertreiben wir es mal nicht ganz. Hier. Und hier. Und hier kommt noch eine Metalltür hin. Die wir noch gar nicht haben. Ich war schon irgendwie ein bisschen weiter. Bauen wir die so oder so? Bauen sie jetzt so. Komm, da kommt man ganz gut hoch. Ja, das klappt doch ganz ordentlich. So, mal was fressen nebenbei. Dann kommt hier eine Treppe hin, dann kann man hier noch runter. Kann man auch nochmal Loot verstecken. Ist halt alles dann so schön verwinkelt. Sieht doch alles ordentlich aus. Dann können wir uns mal rausbegeben. Erstmal noch weiter Holz sammeln. Das brauchen wir auf jeden Fall. Weil wir brauchen auch eine neue Kiste. Wir haben ja, also wir müssen nochmal eine Kiste herstellen, so eine große. Können wir die eigentlich jetzt mittlerweile herstellen? Ich weiß es nicht. Gute Frage, nächste Frage. Da schauen wir doch mal direkt nach. Large Store. Ja, wir können's. Holz, 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 Holz. Es dreht sich alles um Holz in den letzten Folgen. Unsere Hauptaufgabe. Vielleicht habe ich meinen Beruf verfehlt und ich hätte Holzfäller werden sollen. Beziehungsweise Holzzerhacker. Wir fällen ja noch nicht mal zum Baum. Wir sind da so faul und nehmen uns das, was schon irgendjemand hier ordentlich zusammengelegt hat. Ja, dreist sowas. Dreist, dreist. Kann ich da nur zu sagen. Wir hatten jetzt 6 Doorways und brauchen also 6 Türen. Für eine Tür braucht man 30 Holz. Das sind 180 Holz. Die haben wir. Wir hätten noch 70 über. Könnten wir eine Kiste mitmachen? Ich würde sagen, wir nehmen noch ein. Okay, das war das Stichwort. Wir nehmen gar nichts mehr. Wir flüchten. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Ihr wollt mich hier nicht haben und ich gehe ja schon und... Ach, ich habe euch noch gar nicht meinen Freund vorgestellt. Verdammt, da habe ich die falsche Waffe genommen. Ich wollte eigentlich die hier nehmen. Verdammt. So. So viel zu dem Thema. Wir sind natürlich unbelehrbar. Verdammt. Nein. Und das wird mir zu Verhängnis. Ich gehe ja. Jetzt gehe ich wirklich. Oder? Ja doch, jetzt gehe ich wirklich. Dann brauchen wir die... Ja, wobei der Werkmann geht schneller. Zum Herstellen der Sachen. So... 6. Geh weg, ist keiner da. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Schnell mal einen Schluck getrunken. Ach, komm schon, mach hin. Nee. So, gut, eine Kiste. Genügt ja auch erstmal. Zap. Kann man die nur 5er-Stapel machen? Ah, okay. Türen gehen nur in 5er-Stapel. Das wusste ich auch nicht. Nein. 5. So, Tür auflassen und raus und... So. Jetzt ist er gerade schon abgehauen. Okay. Dann können wir auch erstmal kurz hier drin bleiben. Fällt mir gerade ein, weil wir müssen ja nochmal schauen. Ja, jetzt reicht's. Wir können die
Metalltür noch bauen, die wir noch brauchen. Die Metal Door. Und dann würde ich sagen, nehmen wir auch schon den Schlafsack mit. Nisten uns da schon mal ein und richten uns so ein bisschen ein. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Das wird wahrscheinlich am meisten Zeit in Anspruch nehmen, diese scheiß Türen hier irgendwie zu platzieren. Da geht zu. Los. So, feine Tür. Zap. Ich sollte die Tür vielleicht platzieren, wenn ich durchgegangen bin. Das macht das nämlich leichter. Dann brauche ich da nicht mal hinter mir nochmal zu machen. So, jetzt habe ich mich in meiner eigenen Hütte verlaufen. War das jetzt der Ausgang? Nein, okay. Das ist... Das ist echt verwirrend hier. Verlaufe ich mich schon in meiner eigenen Hütte. Aber gut. Ist natürlich in dem Sinne nicht schlecht, da wir einfach so gut an unser Loot, also gut unser Loot sichern können. Deswegen, ich packe jetzt erstmal hier eine Kiste hin und was wir so haben. Erst einmal hier rein. Ich würde sagen, dass auch so, dass das Inventar möglichst leer ist, dass wir das meiste holen können. Okay, nee, die Waffe sollte ich mitnehmen. Ich muss mich ja vielleicht noch irgendwie noch verteidigen. Ja, man wird vorsichtig in Rust. Man vertraut keinem mehr und man isoliert sich hier komplett von der Außenwelt. Das und das. Oh, jetzt geht's los. Die ganze Kiste erstmal leer machen. Oh, das ist mal so das Schlimme. Wenn man so mit so viel Loot rumrennt, dann zu sterben. Ich bin schon einige Male wirklich einfach beim Umzug sozusagen, so betitel ich es mal, verreckt, weil einfach jo, irgendwas dazwischen kam, was mich denn behindert hat. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir hier drin alles. Die Hütte machen wir trotzdem zu, denn vielleicht nutzt einer seinen C4 und sprengt da unten Shelter weg, weil er meint, er findet da noch was. Wäre natürlich Schwachsinn, nicht einen Shelter zu sprengen. Also man könnte glatt meinen, das wäre hier, wenn der Punkt jetzt nie wäre, das wäre eine normale Wand. Ja, fast. Hier oben die Balken gibt es da nicht, aber wie gesagt, fast. Fast. So. Waffen möchte ich aber gerne im Inventar haben. Das muss ich auch nochmal ins Inventar ziehen. So ein paar Sachen möchte ich echt im Inventar einfach noch haben. Bevor wieder irgendwas passiert und es weg ist. Also das, was ich kann, nehme ich. Lasse ich erstmal im Inventar. Natürlich nur, solange ich mich jetzt hier aufhalte. Wenn ich rausgehe, nehme ich es natürlich nicht mit raus, das ist ja Schwachsinn. Aber ja, ich würde sagen, das war es auch erstmal fürs Erste. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin auf Wiederschauen.